Weber. Karl Maria von Weber ist für uns Klarinettisten einer der Helden, ohne die wir unser ganzes Repertoire nicht in dem Ausmaße präsentieren könnten, wie wir es heute tun. Ja, aber Pizzen. Weber ist jetzt die nächste Stufe für mich. Und zwar auch deswegen, weil ich mit dieser Doppel-CD eben meine Visitenkarte abgebe. Die absolute Referenz eines jeden Klarinettisten. Das Duo Concertante ist einfach ein virtuoses Werk für Klavier und man braucht da irgendwie so diesen strahlenden Klang. Ich finde es eine sehr schöne Zusammenstellung. Man hat eben wirklich die Steigerung vom Duo, von der kleinbesetzten Kammermusik, dann übers Quintett. In einer Fassung für Klarinette, Streichquartett plus Kontrabass. Die Besetzung ist insofern reizvoll, als dass durch den Kontrabass noch mehr Substanz in die ganze Geschichte mit reinkommt. Also klanglich erweitert, mit etwas mehr Drive, mit etwas mehr Energie. Und das tut dem Stück wahnsinnig gut. Der Sebastian ist ein unglaublich begabter und guter Mensch. Und das, ich glaube, das hört man in seinem Spiel. Und eine von diesen Klarinettisten, die absurd leise spielen können, was unglaublich schön ist. Der Sebastian Manz ist nun mal einfach genial. Ein unglaublich lebendiger, intensiver Musiker, der jede Note, jede Geste, jedes Element in einem Part auslebt und sich zu eigen macht. Das Besondere an dieser Produktion für mich ist natürlich auch das Gefühl, daheim zu sein. Ich kenne eigentlich jeden einzelnen Musiker. Ein Highlight sind natürlich das Concertino und die beiden Klarinettenkonzerte. Diese Stücke sind absolute Meisterwerke und gelten für uns Klarinettisten als Meilensteine. Und dann natürlich auch in Kombination mit der Kammermusik-CD ist es ein Riesenprojekt und einfach auch eine runde Sache.